Video für euch. Ja, wirklich. Ich habe es endlich geschafft, mal meinen ganzen Müll zu sammeln. Weil ich dachte mir so, ey, ich gucke das total gerne bei anderen, weil dann können sie richtig gute Reviews darüber abgeben, was sie so leer gemacht haben und was man nachkaufen will und was nicht. Und deswegen dachte ich mir so, jetzt muss ich auch mal ran. Ich glaube, ich habe erst einmal eins gemacht und jetzt war es höchste Zeit, denn die Tüte war sowas von voll. Ich habe die in meinem Bad hängen und oh mein Gott, mir wäre sie beinahe gerissen. Und deswegen fangen wir einfach mal an, damit das Video gar nicht erst zu lange wird. So, fangen wir an mit einem Darf-Haarpflegeprodukt. Und zwar ist es eine Feuchtigkeitspflege-Ölkern-Nährpflegespülung. Und ich, Dussel, habe mir damals ungelogen 3 Spülungen gekauft, weil ich dachte, das eine wäre ein Shampoo. Versteht ihr? Total dumm. Also, das dachte ich wäre eine Spülung. Und warte. Das dachte ich, es wäre ein Shampoo. Und oha, oha, es waren beide Spülungen. Das habe ich aber erst zu Hause bemerkt. Ist überhaupt nicht schlimm, das ist eine 1-Minute-Kurspülung mit 2 Pflegekernen sozusagen. Und das hier war einfach eine Ölspülung für, keine Ahnung was, also anscheinend die normale. Ja, nur dass die halt schneller wirken sollte. Und ist überhaupt nicht wild, ich habe beide total gerne gemocht, habe beide auch super schnell leer gekriegt. Also habe dafür sogar noch eine andere, aber die ist noch im Bad, also die hat ein bisschen länger gehalten. Und zwar ist es diese 3-5 Minuten Pflegespülung, die in so einer Box ist zum Zug drehen. Die finde ich, also ich finde die Reihe an sich wirklich gut. Ich habe sie heute allerdings nicht mehr bei DM gesehen gehabt. Deswegen habe ich jetzt mir eine andere mitgenommen, aber das seht ihr im nächsten Video. Und deswegen, ja, leer. Sowas von leer. Und kann ich aber nur empfehlen, wenn ihr sie irgendwo findet. Ich habe die damals bei Rossmann geholt. Holt es euch auf jeden Fall, gerade die Mädels, die strapazierte Haare haben, ist das wirklich eine gute Pflege. Also davon habe ich mir übrigens auch das Shampoo geholt und das ist aber schon lange, lange, lange leer. Weiß ich gar nicht, ob das hier noch mit drin ist, aber tolle Pflege. So, mein Freund hat auch was leer gekriegt und zwar ist es ein Clean Comfort Dove Man and Care Micro Moisturize Körper- und Gesichtspflege-Gedöns zum Abduschen. Fand er, glaube ich, ganz gut. Riecht auch echt lecker. Also davon hatte er sogar mal das Deo. Aber wir sind da so also bei Body-Sachen im Sinne von Lotions oder Duschzeug. Experimentieren wir eigentlich sehr gerne oder suchen immer noch das perfekte heilige Gral-Produkt. War das jetzt nicht, es war okay, aber ja, haben wir auf jeden Fall auch nicht, erstmal nicht mehr nachgekauft, weil wir da ein besseres gefunden haben, was besser riecht und ja, deshalb leer. Im Sommer ist ganz klar, dass man ganz viel Deos leer macht und ich habe das hier leer gemacht, das Garnier Mineralize Ultra Dry 48 Stunden bla 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 bla, Intensivschutz mit natürlich Mineralien und die sollen halt verhindern, dass man schwitzt. Ich fand es wirklich gut, ich mag den Geruch, also der Geruch ist relativ neutral, also eher sauber würde ich behaupten, nicht so sauber wie Nivea sauber riecht, aber dennoch sehr, sehr gut vom Geruch her zumindest. Ich bin sowieso nicht so ein Mensch, der extrem viel schwitzt, aber ein bisschen Schuss braucht, glaube ich, jeder. Und ich habe aber auch noch nicht das perfekte Deo gefunden, wenn es das perfekte Deo überhaupt gibt. Ja, deswegen, also Garnier fand ich bisher nicht immer gut und ich habe mir ein anderes nachgekauft von Garnier, eine andere Sorte, aber und mal schauen, wie ich das dann mitfinden werde. Jedenfalls ist das hier leer. Dann haben wir eine Zahnpasta leer gemacht und zwar ist es die Colgate Max White One Optic und die habe ich von Rossmann zugeschickt bekommen. Also ich habe sie mir nicht kaufen müssen und ich weiß auch nicht, ob ich sie mir gekauft hätte. Ich bin so ein Zwiespalt mit der. Also ja, sie hat eine optische Aufhellung definitiv sofort gemacht. Was ich aber nicht mochte, waren diese Perlen. Also hier sind so eine blauen Perlen drin. Sorry, sieht ein bisschen zerschmatscht aus, aber ich wollte euch die Perlen zeigen. Und diese Perlen, wenn man Pech hat, bleiben die zwischen den Zähnen auch mal hängen. Also war zumindest bei mir der Fall, dass 1-2 Mal so eine Perle hängen geblieben ist. Was ich nicht ganz so cool fand. Ja, Sofortaufhellung ja. Ich fand sie ein bisschen zu scharf. Also ich bin da, glaube ich, nicht so von der scharfen Zahnpastasorten-Liebhaberin. Aber ist okay, wird aber nicht mehr nachgekauft, fanden wir schon andere besser. Dann haben wir ein Gesichtspflegeprodukt für den Kleinen leer gemacht, beziehungsweise nicht leer gemacht, sondern aussortiert. Und zwar ist das von Beauty Baby und das ist eine Ross, eine Müller-Marke, sorry. Die haben wir geschenkt bekommen damals zur Geburt, beziehungsweise ein bisschen später. Die Leute kamen erst später, als der Kleine schon größer war. Und es war eine sanfte Pflege für zarte und trockene Haut mit Olivenöl und Allantoin und Farbstoffen und ohne Farbstoff und Paraffinöl. Ich fand sie jetzt nicht wirklich gut, also sie war halt auf der Haut, aber ich glaube, würde ich sagen, dass die eingezogen ist und deswegen
haben wir sie aussortiert, weil nach einer gewissen Zeit, wisst ihr ja, sind auch Produkte schlecht und es spricht für sich, dass sie überhaupt nicht leer geworden ist. Ich habe da immer eine andere mehr bevorzugt und deswegen habe ich sie jetzt weggeschmissen, weil Oll und Oll darf nicht auf Babyhaut. Auch ein Produkt, was halb voll in die Tonne wandert, weil auch schon abgelaufen und B, kaum benutzt, weil mein Kleiner sehr, sehr, sehr empfindliche Haut hat. Und zwar ist das die Penaten-Gute-Nacht-Lotion. Viele schwören ja auf Penaten, aber irgendwie, der Geruch ist wirklich toll. Also den Geruch liebe ich, aber ich fand die Pflegewirkung hiervon nicht so gut. Und da mein Kleiner wirklich sehr trockene und pflegebedürftige Haut hat, war das absolut nicht ausreichend. Und da finde ich halt auch die Duftstoffe darin einfach zu stark. Und somit darf es jetzt auch in die Tonne wandern, denn wir haben keinen Gebrauch mehr dafür und es ist auch schon zu lange offen gewesen. Ja, sodass ich es auch noch nicht mal jemand anderen geben könnte, mit gutem Gewissen. Auch hier ist ein Deo leer geworden, und zwar von meinem Freund, und auch ein Garnier Man Deodorant Mineral 72 Stunden. Also jetzt wird es kritisch, Leute. Protection 5 und sollte halt auch die T-Shirts schützen vor diesen Rändern, die man da so schnell kriegt. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich glaube, mein Freund würde auch sagen, nein, funktioniert nicht. Daher, ja, ist okay vom Duft, aber wird nicht nachgekauft, weil Pflegewirkung funktioniert nicht. Dann habe ich einen Gesichtsschaum von Rossmann leer gemacht und das mochte ich total gerne. Also das ist so ein Produkt, das würde ich mir wieder kaufen, habe ich jetzt aber im Moment nicht, weil ich noch ein anderes in Gebrauch habe. Und zwar ist es das Altera Naturkosmetik Reinigungsschaum Hamamelisblüte und Lotusblüte für unreine und erwachsene Haut. Und das fand ich total spannend, denn unrein wird ja meistens eher mit Teenies in Verbindung gebracht. Ich persönlich habe aber relativ unreine Haut immer wieder mal. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass es für erwachsene Haut ist, denn es macht schon definitiv einen Unterschied, ob Kinder, Jugendlichenhaut oder Erwachsenen ältere Haut. Ich bin jetzt nicht alt, aber eben erwachsen. Genau, und das ist ein veganes Produkt. Ich fand das total gut. Es roch auch total schön, weil es schön mild. Wird wieder nachgekauft, aber erst, wenn das andere Produkt leer ist. Ja, ihr seht schon, ein bisschen schmodderig und so. Das durfte jetzt auch halb leer, halb voll in die Tonne wandern, weil auch schon zu alt. Und ich habe es vergessen, weil es stand oben auf dem Schrank und ich mache nicht so oft Körperpeelings, was ich definitiv ändern sollte, gerade jetzt im Sommer. Und zwar ist das Hammer Hot Scrub von Rituals. Den Geruch mochte ich, aber was ich in dem Produkt nicht mochte, waren diese groben Peeling-Salzteile, die man da auf der Haut hat. Das mochte ich überhaupt nicht, weil ich bin eher so ein Bademensch. Und wenn ich bade und mich peele, dann habe ich das alles unten auf dem Boden und rutscht dann mit meinem Popos da so lang. Also ist irgendwie nicht meins und deswegen durfte es dann jetzt auch weg, weil es ist über die Hälfte zwar leer, aber ich bin halt so, ich achte halt echt drauf, dass wenn ein Produkt abgelaufen ist, wenn hier hinten drauf steht 12 Monate, dass ich das nach 12 Monaten weghaue dann. Weil Haut ist Haut und muss man nicht unbedingt mit rumspaßen. Dann habe ich ein Produkt von meiner Kosmetikerin bekommen und da bin ich total unzufrieden mit. Und deswegen wandert es auch absolut in die Tonne. Es ist zwar schon fast leer, aber ich habe ein besseres Produkt gefunden, womit ich viel besser zurechtkomme. Und zwar ist das ein Phyto-Based Pure Skin Cream. Und das ist so eine kleine Packung. Und dafür habe ich um die 15 Euro oder so bezahlt. Und ich finde das wirklich überhaupt nicht gut, das Produkt. Also ja, es hat mir geholfen, die unreine Haut wegzubekommen, aber B hat es auch getan, dass ich eben total trockene Stellen hatte. Ich hatte richtig hier so eine richtig roten, entzündeten Stellen, die nicht mal mit Make-up abzudecken waren. Es war absolut nicht schön. Ich glaube, für Leute mit fettiger Haut, mit wirklich sehr stark unreiner Haut, da ist das wirklich was, was man benutzen könnte. Aber für meine Haut hat es einfach nicht gepasst. Bin jetzt im Nachhinein froh, dass die Packung nur so klein war. Ich habe sie trotzdem leer gemacht, weil es eben doch relativ viel Geld ist für so eine kleine Tube. Also es ist jetzt nicht High Class, aber es ist so eine mittlere Klasse von Gesichtspflege und deswegen, ja, ist fast leer, ist nur noch ein Tröpfchen drin, deswegen ab in den Müll. Um auch mal was Gutes über die Haut sagen zu können, habe ich hier eine Probe leer gemacht. Und zwar ist es von Caudalie ein Öl und es ist ein Polyphenolöl und das hat mir die liebe Angie. Angie hiermit bis sei ich so ganz, ganz lieb gegrüßt, als Probepackung zugeschickt und ich bin absolut verliebt in dieses Produkt. Ich benutze das total gerne unter meinen Gesichtsmasken, sodass das Ganze noch ein bisschen besser einziehen kann. Oder als Nachtpflege. Super, super gerne. Oder, das ist jetzt nicht im Sommer, aber ich vermute mal im Winter total gut, als Pflege unter dem Make-up auch. Denn ich neige im Winter dazu, sehr trockene Haut zu bekommen. Und da könnte das wirklich gut sein, um das Ganze wieder auszugleichen. Ist auf jeden Fall ein super tolles Produkt. Riecht etwas nach Kräuter, meiner Meinung nach. Aber Caudalie, heiliger Gral, das Ding wird gekauft.
Dann habe ich Balea Rasierklingen leer gemacht und die fand ich absolut Schrott. Also ganz ehrlich, diese Klinge, die da oben dran ist, die ist mir immer abgeknallt. Also die ist so zum Einhaken gewesen und du hast angefangen, deine Beine zu rasieren und zack war das Ding ab. Also überhaupt nicht sicher, meiner Meinung nach. Da finde ich die von Netto, also ich mag Einwegrasierer einfach total gerne, die von Netto selbst, die sind wesentlich besser. Die halten auch zweimal oder dreimal theoretisch. Die sind wirklich nach einmal, nicht mal nach einmal Schrott und deswegen werden die definitiv nicht nachgekauft. Dann habe ich noch ein Apothekenprodukt leer gemacht und zwar von Aveen ein Body Scrub. Und das ist so ein Body Scrub, wie ihr seht, ne, im Vergleich, das ist leer. Was ich total gerne mochte, weil es leichte, kleine Peeling-Körnerchen hatte und ich damit viel, viel besser zurechtkam. Ich mochte allgemein Aveen-Produkte, mag ich eigentlich sehr gerne. Und die war wirklich gut, das ist für sensible Haut, das hat meine Hautschüppchen weggemacht, hat mir auch gerade im Oberarmbereich, hatte ich so rote Stellen und so. Die habe ich damit super wegbekommen. Also das ist eine Empfehlung für Leute, die einen Body Scrub suchen, die für sensible Haut ist. Auf jeden Fall Aveen, wirklich tolles Zeug. Dann etwas, was fast leer ist, aber ich ein neues gefunden habe, was ich besser finde. Ein Shampoo gegen Gelbstich. Denn das habe ich das Gefühl, das hat mir einfach nur noch Schuppen gemacht. Also ist bei mir der Fall. Das Produkt, was den Gelbstich angeht, hat es super gemacht. Aber ich habe trotzdem sehr stark Schuppen davon bekommen. Und deswegen wandert das jetzt in die Tonne. Ich habe es leider zu spät erkannt. Also wie ihr seht, ich habe es echt noch versucht. Und es macht einfach keinen Sinn, wenn die Kopfhaut darunter leidet. Und deswegen wandert das jetzt auch in die Tonne. Ein Shampoo, was ich total mochte, was ich auch eine Weile, wirklich ein halbes Jahr lang durchgehend benutzt habe, ist das Altera Natur Kosmetik Feuchtigkeitsshampoo. Hier die kleine Größe, ich habe auch mehrere große schon aufgebraucht. Das ist ohne Silikon und ist für trockene und strapazierte Haare. Finde ich total gut und benutze ich auch total gerne. Aber ich bin halt so, bei Shampoo muss ich immer Abwechslung haben, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Haare sich irgendwann drin gewöhnen. Und deswegen ist das definitiv eine Sache, die ich mir nachkaufen werde, aber erst, wenn mein neues Produkt leer ist, sozusagen. Man soll es kaum glauben, ich habe eine Mascara leer bekommen. Hier der Inhalt, also das Bürstchen, ist ab, weil ich damit immer noch meine Pflegeroutine mit meinen Wimpern durchführe. Das habe ich also ausgewaschen und pflege jetzt meine Wimpern damit. Und zwar ist es die Catrice Glamour Doll Mascara. Und das ist so ein Produkt, ist ja mein heiliger Gral, was Mascaras angeht. Ich habe gerade eine andere im Gebrauch, also ich will erstmal jetzt anfangen, meine jetzt noch vorhandenen Mascaras leer zu bekommen, bevor ich mir die jetzt wieder nachkaufe. Aber das ist definitiv eine super, super gute Mascara. Kann ich einfach nur weiterempfehlen. Ist ein Gummibürstchen, wird nach vorne ein bisschen schmaler. Hier drin war übrigens das besagte Öl, was ich so gerade von Caudalie angepriesen habe. Einfach göttlich. Hier habe ich ein Synergen Rossmann Peeling für unreine Haut fürs Gesicht. Das habe ich mal in der kompletten Reihe geholt. Funktioniert ganz gut. Ist mit Salicylsäure und beugt Pickel und Missesser vor. Ist antibakteriell. Ja, finde ich gut. Aber ich habe jetzt gerade ein Enzympeeling von Valea und deswegen durfte es auch jetzt nicht mehr mit. Aber mal schauen. Ist auf jeden Fall kein Produkt, was ich nicht wieder nachkaufen würde. Und das letzte Produkt in meinem Müllsäckchen ist eine Altera Naturkosmetik Tagescreme. Die fand ich total gut, weil leider irgendwann einfach nicht mehr ausreichend. Aber für unter dem Make-up einfach mal, um nicht eine zu reichhaltige Pflege zu haben, fand ich die ganz gut. Nein, ich habe für mich jetzt allerdings eine andere Pflege gefunden, die viel, viel besser funktioniert. Ich werde natürlich auch, wenn ihr möchtet, ein Video dazu abdrehen, wie meine jetzige Hautpflege aussieht. Und zwar ist diese hier für trockene und empfindliche Haut und ich habe die wirklich bis aufs Letzte leer gedrückt, sozusagen. Also ich mag allgemein, wie ihr seht, die Altera Gesichtspflegeprodukte wirklich gerne. Und kann sie für jeden einfach empfehlen, der einfach nicht so die teuren Produkte sich kaufen möchte. Denn auch günstig geht, definitiv. Und hier ist mit Gletscherwasser, Aloe Vera und ja, kann ich empfehlen. So Mädels, das war's jetzt mit meinem ganzen Müllhaufen hier. Ich hoffe, es war vielleicht nützlich für euch, ein paar Infos zu bekommen zu den Produkten. Ich werde jetzt erstmal das Ganze zur Mülltonne tragen und weiter fleißig sammeln fürs nächste Mal. Falls euch das Video gefallen haben sollte, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt zu den Produkten, die ich gezeigt habe oder mir Produktempfehlungen schreiben wollt, dann bitte ab damit in die Kommentare, damit ich das nächste Mal bei DM oder Rossmann ordentlich zugreifen kann. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis Danny. Tschüss.